Immanuel Weißglas, er. Wir heben Gräber in die Luft und siedeln mit Weib und Kind an dem gebotenen Ort. Wir schaufeln fleißig und die anderen fiedeln. Man schafft ein Grab und fährt im Tanzen fort. Er will, dass über diese Därme dreister der Bogen strenge wie sein Antlitz streicht, spielt sanft vom Tod. Er ist ein deutscher Meister, der durch die Lande als ein Nebel schleicht. Und wenn die Dämmerung blutig quillt am Abend, öffne ich nachzehrend den verbissenen Mund, ein Haus für alle in die Lüfte grabend, breit wie der Sarg, schmal wie die Todesstund. Er spielt im Haus mit Schlangen, dräut und dichtet. In Deutschland dämmert es wie Gretchens Haar. Das Grab in Wolken wird nicht eng gerichtet, da weit der Tod ein deutscher Meister war. Liebe Freundinnen der Poesie, willkommen. Ich spreche heute über das Gedicht Er von Immanuel Weißglas. Dieses Gedicht hat eine interessante Geschichte und seine Geschichte ist fast bekannter als das Gedicht selbst. Denn dieses Gedicht ist eine Grundlage für die sehr viel bekanntere Todesfuge von Paul Celan. Da muss man dazu sagen, Immanuel Weißglas stammt aus der Bukowina wie Paul Celan. Damals hieß Paul Celan noch Paul Anschel und Weißglas und Anschel haben gemeinsam die Schule besucht und waren befreundet. Das heißt, wir gehen davon aus und wir dürfen davon ausgehen, dass Celan das Gedicht von Weißglas eher kannte. Dieses Gedicht ist ein halbes Jahr ungefähr vor Todesfuge entstanden. Und ich werde dann auch noch etwas zu diesem Thema in einem anderen Video sagen. Bleiben wir mal nur bei diesem Gedicht. Das Gedicht schaut auf den ersten Blick sehr konventionell aus. Wir haben vier Strophen zu vier Versen und es reimt sich mit einem Kreuzreim. Und dann sehen wir, dass dieses Er vom Titel, das ist in Großbuchstaben ER groß, dieses Er kommt jeweils in der geraden Strophe vor, also die erste Strophe beginnt mit wir, die zweite Strophe beginnt mit er. Die dritte Strophe, da geht es um ein ich und in der letzten Strophe geht es wieder um ein er. Also wir haben diesen Kontrast zwischen wir und ich und diesem er. Und wer dieser er ist, das ergibt sich dann im Laufe der Lektüre. Wir bleiben jetzt beim ersten Vers. Wir heben Gräber in die Luft. Und da spielt er schon mit einem Bild. Gräber gräbt man normalerweise in die Erde. Und er sagt, nein, wir heben Gräber in die Luft und siedeln mit Weib und Kind an dem gebotenen Ort. Der gebotene Ort, der Ort, der uns zugewiesen wurde, da denken wir vielleicht an diese Ghettos. Der Hintergrund dieses Gedichtes, das 1944 entstanden ist, aber erst viel später veröffentlicht wurde. Der Hintergrund dieses Gedichts sind die Zwangsumsiedlungen der Juden bzw. auch die Realität der Arbeitslager und der Vernichtungslager der Nationalsozialisten. Und diese Erfahrung hat Weißglas auch selbst gemacht. Also das ist durchaus auch biografisch hier. Also wir siedeln mit Weib und Kind an dem gebotenen Ort, wir schaufeln fleißig und die anderen fiedeln. Auch das ist eine direkte Anspielung auf eine seltsame Tradition, unter Anführungszeichen, bei diesen Konzentrationslagern. Die Nazis ließen sehr gerne Musik spielen, während zum Beispiel Hinrichtungen stattfinden, Erschießungen oder eben auch während dieser Zwangsarbeit. Es gab in jedem Lager auch so ein Lagerorchester und eine Lagerband unter Anführungszeichen. Da wurden teilweise auch Musikstücke extra für das Lager komponiert und unter anderem auch
ein Stück, das nannte man den Todestango. Dieses Stück wurde während der Hinrichtungen gespielt. Und eben, man schafft ein Grab und fährt im Tanzen fort. Diese aus der Sicht eines Lagerhäftlings zweifellos zynische Verknüpfung von Musik und dem Tod, die Verknüpfung spielt in diesem Gedicht eine wichtige Rolle. Da kommt eben dieser Er. Er will, dass über diese Därme dreister der Bogenstrenge wie sein Antlitz streicht. Jetzt die Därme, über die gestrichen wird, das sind einerseits die Saiten der Saiteninstrumente, der Geigen oder des Cellos, je nachdem, was da für Instrumente jetzt sind. Und der Bogen soll eben dreister drüber streichen, so streng wie sein Antlitz. Also dieser Er hat ein sehr strenges Antlitz. Man könnte jetzt auch sagen, dass die Därme vielleicht auch für die Lagerhäftlinge selber stehen, weil einem wahrscheinlich diese Musik wirklich in die Eingeweide fährt, wortwörtlich. Und dann könnte man hier eine Doppeldeutung vornehmen und sagen, das könnte beides sein. Und Er sagt, spielt sanft vom Tod. Eben diese Verknüpfung von Tod und Musik. Und warum? Er ist ein deutscher Meister. Der deutsche Meister, das ist hier ein Meister der Musik. Wir denken an die zum Beispiel deutschen Meister der Barockmusik, Händel und Bach. Aber es gab auch andere deutsche große Komponisten, Beethoven und so weiter. Und es waren ja nicht nur die Nazis stolz auf diese Komponisten. Die deutschen Meister hatten durchaus einen Klang in der ganzen Welt, die deutschen großen Komponisten. Aber die werden hier verknüpft mit dem Tod. Der Tod ist ein deutscher Meister, der durch die Lande als ein Nebel schleicht. Und da sehen wir schon, es ist eine verschlingende, aber fast schon sanfte Macht, die dieser Tod hat. Er kommt und er verschlingt alles und alles verschwindet unter diesem Nebel. In der dritten Strophe kommt die Dämmerung. Wenn die Dämmerung blutig quillt am Abend, also da haben wir schon wieder diese Todesassoziation, also die Dämmerung quillt blutig und ich öffne nachzehrend den verbissenen Mund. Also hier kommen wir vom Wir aus der ersten Strophe hin zum Ich und jetzt wird es sehr persönlich. Der Mund ist verbissen und da können wir uns vorstellen, ja, warum ist der Mund verbissen? Vielleicht, weil ich den ganzen Tag mir auf den Mund beißen muss, aus vielen Gründen. Das kann sein, weil ich verbittert bin, weil ich hungrig bin, weil ich so viele Dinge nicht sagen kann und mir alles verbeißen muss, der verbissene Mund. Also wir sehen, da ist eine Person, die den ganzen Tag über den Mund zusammenbeißen muss, die Zähne zusammenbeißen muss und erst am Abend kann ich diesen verbissenen Mund öffnen. Und was mache ich? Ich grabe ein Haus für alle in die Lüfte, breit wie der Sarg, schmal wie die Todesstund. Und dieses Grab für alle in der Luft, das haben wir auch im Zusammenhang mit diesen Vernichtungen. Die Leute wurden irgendwann nicht mehr begraben, die in diesen Massenerschießungen und irgendwann auch in den Gaskammern umgebracht wurden, sondern man hat diese Leute dann irgendwann verbrannt, weil es auch gar keinen Platz mehr gab, wo man die hätte eingraben können. Und deswegen ein Haus für alle, in die Lüfte grabend. Und das ist natürlich ein surreales Bild, denn in die Luft kann ich eigentlich nicht graben, aber hier spielt er genau damit. Und zum Schluss, in der letzten Strophe, kommt nochmal dieser Er. Er spielt im Haus mit Schlangen, dreut und dichtet. Dreuen war schon damals ein etwas alter Begriff, passt aber gut, denn dieser Er ist ohne Zweifel ein Romantiker, ein Mensch, der sich noch sehr an diese romantischen Vorstellungen des 19. Jahrhunderts ausrichtet. Und hier dreut er, also dreuen bedeutet drohen. Er droht und er dichtet. Er ist zugleich bedrohlich und zugleich ist er ein Dichter, ein Denker, ein Träumer, vielleicht auch diese romantischen Träumer, wie wir sie uns vorstellen mit Eichendorff und Brentano und. In Deutschland dämmert es wie Gretchens Haar. Jetzt das Gretchen ist hier vielleicht das Gretchen von Faust, Goethes Gretchen. Das Gretchen ist keine so positive Figur. Sie ist die Geliebte von Faust, aber es geht ihr ja eigentlich auch gar nicht
so gut. Wenn man denkt, was mit Gretchen passiert in Faust, sie hat zuerst diesen Liebhaber Faust, der sie verführt. Sie erwartet ein Kind von ihm, er meldet sich nicht mehr, er verschwindet. Sie unterdessen verzweifelt. Sie bringt ihr Kind zur Welt und ertränkt es direkt und wird dann umgebracht. Also so schön geht es dem Gretchen nicht. Und in Deutschland dämmert es wie Gretchens Haar. Das könnte auch ein Hinweis darauf sein, dass diese Herrschaft der Deutschen nicht mehr ganz lange dauern wird. Aber das ist jetzt meine Interpretation. Man könnte natürlich auch das alles nicht mitbedenken, wie es dem Gretchen in Faust wirklich geht, sondern man könnte sagen, ja, das Gretchen ist einfach die typische deutsche Frau und ihr schönes blondes Haar, ihr goldenes Haar, wie es dann in der Todesfuge heißt, dieses Haar wird hier einfach nochmal aufgegriffen. Aber ich sehe in diesem Haar von Gretchen doch auch diese Bedrohung, diesen drohenden Untergang. Das Grab in Wolken wird nicht eng gerichtet. Und das ist dieser Kontrast, das wird ja dauernd hier wiederholt, dass man in den Wolken mehr Platz hat. Das weist wieder darauf hin, dass man eben in der Realität, in diesen Baracken, wo diese Arbeiter schlafen mussten, in diesen Baracken war es eben sehr, sehr beengt. Und in den Wolken dann habe ich Platz genug, weil dann fliege ich als Asche durch die Luft. Das ist natürlich ein sehr, sehr bitterer Kontext hier. Da weit der Tod ein deutscher Meister war. Das ist hier das Schlusswort. Der Tod als deutscher Meister, als deutscher Musiker, das hat eben hier mit dieser Musik zu tun, die schon in der ersten Strophe erwähnt wird. Und wir werden ja von diesem deutschen Meister, von dieser schönen Musik in den Tod begleitet und dann haben wir endlich nach unserem Tod Platz genug für unser nicht mehr sein, weil in unserem Sein haben wir keinen Platz. Da nimmt man uns den Platz zum Leben weg. Wie gesagt, dieses Gedicht ist eine der Grundlagen für Paul Celans Todesfuge und deswegen werde ich auch die Todesfuge mit diesem Gedicht hier verlinken und dann kann man auch diese beiden Gedichte vergleichen und schauen, was Celan wirklich übernimmt und wie er die Motive von Weißglas weiterentwickelt. Und Weißglas selbst hat das nie angeprangert, er hat hier keinen Plagiatsstreit oder so angestrengt. Das war Claire Goll, die Witwe von einem anderen Dichter, die hat Celan da beschuldigt, er würde sich bei Ivan Goll bedienen. Weißglas hat sich da nie geäußert, obwohl dieses Gedicht sehr viel mehr Grundlage bietet für Celan. Aber die beiden, wie gesagt, waren befreundet und haben sich gegenseitig geschätzt und offensichtlich war das für Weißglas in Ordnung so. Und ich glaube, es ist auch berechtigt, dass man die beiden Gedichte auch unabhängig voneinander stehen lässt, denn sie können auch unabhängig voneinander bestehen. Und auch das Gedicht von Weißglas kann unabhängig bestehen. Und ich hoffe, dass diese Besprechung das auch ein bisschen gezeigt hat.